Junge Carsten, Master Jammer, hier ist der Erkan. Und hier ist der Stefan und ihr hört den YouTube-Kanal vom Master Jam. Wie krass, oder? Alter. Ja, Mann, hey, wo man so brontal coole Witze erzählen tut, ja? Wir haben halt keinen Humor, deswegen kennt ihr auch keinen Witz. Hey, doch, ich kenne einen. Was? Geht so ein Häschen, geht quasi in die Apotheke rein und sagt, hat du Atemmaske? Und dann sagt der Apotheker, nee, haben wir nicht. Hey, voll witzig. Oh Mann. Ey. Ja, okay, die Jokes von Master Jam sind besser, deswegen seid ihr auf dem richtigen Kanal. Jo, Master Jam. Und checkt auch unseren Kanal Erkan und Stefan, da wird krass gegamed, Zeichentricks und so weiter. Ja, stimmt, genau. Gut, dass du das sagst, Erkan. Also, bleib gesund, bleib krass, bleib drinnen. Peace. Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Wenn man im Kundenservice arbeitet, sollte es gesetzlich erlaubt sein, mit einem Kunden am Tag kämpfen zu dürfen. Es ist kein Raubüberfall. Es ist Überraschungskommunismus. Meine Domina treibt mich in den Urin. Ich glaube, viele Probleme der Gesellschaft sind dadurch entstanden, dass wir seit 2009 keinen Domino-Day mehr hatten. Meine Frau ist wie Rotwild im Zoo. Da gehst du halt dran vorbei und guckst nicht einmal mehr. Wenn ich Pläne schmiede, packe ich immer noch ein bisschen Hefe dazu, damit sie auch aufgehen. Die ersten Monate einer Beziehung, in denen man dem Partner noch vorspielt, keine Verdauung zu haben, sind ja auch nur purer Stress. Wenn du bis zum Hals in Scheiße steckst, dann lass bloß den Kopf nicht hängen. Eine Kollegin von mir hat an Weihnachten mit ihrem spanischen Freund Schluss gemacht. Sie verließ Navidad. Man kann in seinem Leben alles erreichen, außer die Hausverwaltung. Cut my life into pieces, this is my last divorce. Leggings kommt vom Englischen leg wie Bein und nicht von leck mich am Arsch, ich stopf da alles rein. Ich will ja nicht sagen, dass es windig ist, aber eben hat mir eine vorbeifliegende Kuh auf mein Autodach geschissen. Vorteile von E-Autos, die schaffen es nicht bis nach Polen. Das beste Tai Chi lernt man bei dem Versuch, einen öffentlichen Infrarotwasserhahn zu starten. Warum hat in Comics eigentlich immer die Sonne eine Sonnenbrille auf? Wasser trinkt der Vierbeiner, der Mensch findet Bier aber feiner. Sitze mit meiner Katze im Käfig in der Notaufnahme. Sobald sie mich genäht haben, geht's zum Tierarzt. Was ist der Unterschied zwischen Rot und Grün? Wenn du Fahrradfahrer bist, dann spielt das keine Rolle. Ist der Typ, der bei Filmen den Abspann schreibt, eigentlich auch mit dem Abspann? Meine Freundin ist Topstar bei My Dirty Hobby. Allerdings bekomme ich Ärger, wenn sie es rausfindet. Bei den antiken Römern wäre mein Name Mydeus gewesen. Wer hat damals eigentlich das ABC sortiert? Ich freue mich wieder auf den Weihnachtsmarkt. Der ist eine gute Möglichkeit, sich beim Einkaufen zu besaufen. Sorry, ich kann nicht mit dir zu Ikea. Ich mache gerade eine Diät. Ich entwickle gerade eine Bilderplattform für Gothics und Emos. Ich nenne sie Finstagram. Wozu führen wir überhaupt eine Tempolimit-Diskussion? In Deutschlands Straßen gibt's doch eh nicht voran. Nach dieser Woche bräuchte ich eigentlich zwei Wochenenden. Eins zum Schlafen und eins zum Saufen. Ich vertraue meinem Arzt nicht so ganz. Der hat mir für meinen Durchfall einen Handstand verschrieben. Ich bin Klimaaktivist. Ich trage aktiv zur Klimaerwärmung bei. Wie kann man uns Generation Z nennen, sich aber dann aufregen, dass wir Angst haben, die Letzten zu sein? Instagram ist das Twitter für Leute, die nicht lesen können. Möbelhäuser haben nur einmal im Jahr Jubiläum, ein ganzes Jahr lang. Die Fußball-WM 2022 wird eine Katastrophe. Yo, herzlichen Dank an Erkan und Stefan für diesen krassen Gastauftritt. Checkt auf jeden Fall mal ihre Kanäle ab, die sind wirklich ein dicker Hund. Bis nächste Woche.